Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria!
Trainer Miroslav Pollack, nach einem 11:0 gegen Leogang, wie zufrieden sind Sie mit der Leistung? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich gratuliere dir und der gesamten Mannschaft für die gute Leistung und für das gute Spiel, die wir heute geboten haben. Da waren ja durchaus noch Möglichkeiten für mehr Tore. Ist das vielleicht der Kritikpunkt, die Chancenauswertung? Das ist immer Kritikpunkt und ich hätte mir noch mehr Tore erwartet, weil wir haben 4 Möglichkeiten gehabt. Aber ich glaube, wir haben uns was für Samstag erspart. Also Samstag, ähnliche Devise, Angriff nach vorne. Ich glaube, du hast bis jetzt kapiert, dass wir offensiv spielen wollen und natürlich werden wir so als Samstag auch auftreten. Danke. Bitte gerne. Gratulation noch einmal. Gratuliere. Jetzt bei mir Kapitän Marco Vujic. Marco, 11:0 gegen Leogang. Gelungener Auftritt, oder? Ja. Wir haben sich vorgenommen, dass wir da also am gut spielen, dass wir viele Tore schießen, dass wir sich Selbstvertrauen holen für den Samstag. Und das ist uns mit 2-stelligem Ergebnis gelungen. Und dir besonders mit gleich 6 Treffern, was macht das für Selbstvertrauen? Ja, super. Du und die anderen Jungs legt es mir gut um, da ist nicht mehr schwarz um eine Hand. Okay, was ist jetzt dein Ziel für Samstag? Sieg natürlich, dritter Sieg, dass wir an der Tabelle vielleicht dann nach der dritten Runde ganz umsteigen. Und auch ein gelungener Gruß an unseren Walter, der ja leider nicht mit hat sein können. Ja, Walter, die Gattin hat uns halt alles erzählt, dass du halt versetzt worden bist. Wir wünschen dir alles Gute, dass morgen, übermorgen die OP gut verläuft. Und vielleicht geht es sich aus, dass du am Samstag schon wieder dabei bist. Aber nein, lass dir lieber Zeit, bleib lieber ein paar Tage länger im Spital. Passt, danke.